Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's gut. So, kleines Update zur Personalsituation. Davy Selke trainiert schon wieder, allerdings individuell. Jetzt muss man gucken, wie sein Fuß oder sein Fußknöchel halt jeweils reagiert, aber es ist ja schon mal erfreulich. Die zweite positive Nachricht ist, dass Dimitris Limnios heute schon Teile des Mannschaftstrainings mit absolvieren konnte. Das wird jetzt wohl häufiger der Fall sein. Man lässt ihn jetzt aber nicht alles mitmachen, sondern man muss gucken, man steuert das so ein bisschen. Und vielleicht ist er dann in 2, 3 Wochen zumindest so weit ready, dass er eine Alternative für den Spieltagskader wäre, um halt gegebenenfalls halt mal eingewechselt zu werden. Denn wenn er seine Qualitäten ausspielen kann, ist es ja seine Dribblingstärke und die könnten wir sehr gut gebrauchen. Ansonsten gibt es soweit nichts zu erwähnen. Alle anderen sind gesund und fit und im Training. Alle anderen, die bislang zuletzt ausgefallen sind, wie eben Kilian Pedersen oder auch Uth Andersen Dietz, wie sie alle heißen, die sind natürlich immer noch raus, ist klar. Ne? Gut, das wäre es erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen und ja, wenn es was zu vermelden gibt, dann melde ich mich. Haut rein, bis bald, tschüss.